Ja, einen schönen guten Morgen. Ich melde mich hier aus dem Kongress Graz und begrüße Sie herzlich zum Meet and Greet im Vorfeld der 22. österreichischen Gesundheitsförderungskonferenz. Mein Name ist Birgit Bichler, ich bin heute die Online-Moderatorin und wir freuen uns, dass schon so viele im Livestream mit dabei sind. Hier geht es um 9.30 Uhr los. Bis dahin können Sie sich ein bisschen umschauen, sich einstimmen. Wir haben noch einige Informationen für Sie zusammengetragen. Und was erwartet Sie heute? Ein Blick auf das Programm, hochkarätige Vortragende, topaktuelle Themen und Austausch rund um das Thema sozialer Zusammenhalt stärkt Gesundheit. Warum Gesundheitsförderung gerade jetzt wichtig ist. Wir freuen uns auf rege Beteiligung. Dafür haben wir für Sie viele verschiedene Möglichkeiten vorgesehen. Eine davon ist der Chat. Viele von Ihnen haben sich schon angemeldet, die anderen laden wir auch herzlich ein. Bitte nutzen Sie den Chat, dafür müssen Sie sich ganz einfach mit Ihrem Namen anmelden, Nachrichten senden, dann wird Ihr Name und die Nachricht für alle sichtbar angezeigt. Ja, richten Sie sich gut ein und freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf einen reichhaltigen, spannenden und abwechslungsreichen Vormittag. Bis dahin können Sie nochmal durchatmen, sich zurücklehnen und sich vielleicht ein Glas Wasser oder einen Tee holen. Ich melde mich in ein paar Minuten wieder bei Ihnen mit Informationen. Hallo und guten Morgen hier aus Graz. Schön, dass schon so viele hier im Livestream zur österreichischen Gesundheitsförderungskonferenz mit dabei sind. Birgit Bichler, ich bin heute Ihre Online-Moderatorin und darf Sie im Namen des Fonds Gesundes Österreich herzlich willkommen heißen. Ja, es ist die 22. österreichische Gesundheitsförderungskonferenz und findet heuer erstmalig online statt. Das gibt uns allen die Möglichkeit, hier in einer großen Gemeinschaft zusammen und miteinander verbunden zu sein. Dafür sind wir sehr dankbar und wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf einen spannenden und reichhaltigen Konferenztag. Sie haben an den unterschiedlichen Stellen die Möglichkeit, liebe Teilnehmerinnen, lieber Teilnehmer, sich einzubringen, mitzudiskutieren. Ganz besonders hier im Plenum möchten wir Sie einladen, den Chat zu nutzen. Das ist Ihre Möglichkeit, mit uns in Graz zu kommunizieren und mit allen anderen Teilnehmenden, die schon online sind. Da geht es auch schon richtig rund im Chat, also bitte melden Sie sich an mit Ihrem Namen. Dann werden die Nachrichten, die Sie senden, mit Namen angezeigt und für alle sichtbar sein. Ja, bis wir um 9.30 Uhr hier starten, stimmen Sie sich ein auf einen
feinen Vormittag, reichhaltig, spannend, abwechslungsreich. Bis dahin, vielleicht holen Sie sich noch ein Glas Wasser oder ein Stück Obst. Es darf auch ein Apfel sein aus der Steiermark. Wir freuen uns, um 9:30 Uhr geht's hier los.